Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe noch ein paar Adventskalender aus dem letzten Jahr und die wollte ich jetzt noch ein bisschen raushauen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen den Männer-Biotherm-Adventskalender dir anzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender war letztes Jahr kaufbar. Käuflich erwerblich. Und ich habe den irgendwie super günstig bei Otto geschossen für 20, 30 Euro oder so. Da war irgendwann mal so ein Sale und das war auch noch zur Adventskalenderzeit. Ganz merkwürdig. Ich habe es aber nicht mehr geschafft, den abzudrehen. Und das mache ich jetzt heute mit euch zusammen. Ich habe natürlich jemanden, dem ich die Produkte geben könnte, meinem Freund, aber auch ein familiäres Umfeld. Ne? Und ja, da sind aber auch manchmal Produkte dabei, die nicht unbedingt auf den Mann zugeschnitten sind, sondern unisex. Und das finde ich manchmal auch ganz cool, weil dann mobbe ich mir das ein oder andere Produkt. Normalerweise zeige ich hier auf diesem Kanal so Beauty-Videos, ne? Und das ist mehr so Beauty-Content, Unboxings und so weiter. Aber Leute, die Adventskalenderzeit startet und da geht die Party ab, das sage ich euch. Ich liebe es. Ich liebe es, Adventskalender auszupacken. Und hier gucken wir doch einfach mal rein. Wir haben einen Boxen-Adventskalender, den man 1A weiterverwenden kann. Super schön gestaltet, also ich finde das Design richtig toll mit dem Tannenbaum. Finde ich auch noch schöner als den, den es für Frauen gegeben hat letztes Jahr. Und ja, ich hoffe, dass Lancôme, Biotherm und wer auch immer diesen Adventskalender vertreiben wird, ein ähnliches Design auch dieses Jahr wieder rausbringen wird. Hier ist es auch ganz schön, dass wirklich oben die 1 anfängt und das Ganze sich dann so nach unten durchzieht, sodass man unten bei der 24 aufhört. Das heißt, man muss gar nicht so lange suchen. Finde ich schön. Das mit dem Weiterverwenden ist manchmal ein bisschen schwierig, weil sich quasi auf der Rückseite dann auch Produktbeschreibungen befinden. Aber ich glaube, dass der oder die Beschenkte sich nicht daran stören wird, wenn da ein bisschen was anderes draufsteht, als das, was man danach reinfüllt. Ja, hier habe ich aber erstmal die Nummer 1 und wir gucken uns jetzt auch den Adventskalenderinhalt an und reden nicht über das, was man theoretisch noch reinmachen könnte. Hier habe ich von Biotherm Om T-Pure Anti-Oil and Shine, ein Gel Hydratant Mattifant and Ultra Absorbing. Was ist das? Weiß ich nicht, 20 Milliliter von einem Produkt, das ist ein Gel. Ich weiß nicht, ob das jetzt reinigend sein soll oder ob das dann quasi ein Gel fürs Gesicht ist, sodass man sich quasi das als Pflege nehmen kann. Das steht jetzt so nicht. Glanzabsorbierendes und mattierendes Feuchtigkeitsgel. Ja, guck, ne? Das ist auf jeden Fall für die Gesichtspflege. Schön. Ich mag den Duft von Männerprodukten so gerne, aber selber verwenden mache ich es nicht. Komisch, ne? Und dann immer, wenn mein Freund sich dann gepflegt hat, was er nicht sehr oft tut, dann rieche ich das so gerne. Also er pflegt sich schon, aber er verwendet halt nicht so viel solche pflegenden Produkte mit hier Creme, die hier, Maske da, Tüdelü, Augencreme, Rampampam, was ich halt so in meiner Pflegeroutine immer durchziehe. Die Nummer 2 enthält auch was von Biotherm Om. Hä? Okay. Nein, hier sind aber auch noch andere Marken drin. Keine Sorge. Sensitive Force. Aftershave Cream, die soll beruhigen und gegen Rasierbrand sein, alkoholfrei und 20 Milliliter sind hier enthalten. Guck, das ist so ein Produkt, was ich mir auch mopsen würde, wenn ich mich halt einfach rasiere, ne? Dann mache ich mir sowas auch ganz gerne drauf. Ich habe mir das damals auch von meinem Freund immer gemopst. Der hatte halt diesen Aftershave Balm von Nivea. Den habe ich mir immer gemopst, wenn ich meinen Intimbereich rasiert habe. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das hier auch ein Produkt für mich ist, weil ich mag den Duft von sowas halt auch so gerne. Oh. Die Nummer 3. Hier haben wir ein Produkt von Kiehl's Body Fuel All-in-One Energizing Wash. Also das ist quasi irgendwas, womit du deinen ganzen Körper waschen kannst. 30 Milliliter sind hier enthalten. Ja, das wird dann einfach eine Duschpflege sein. 30 Milliliter ist süß, ist halt so eine kleine Reisegröße, aber in diesen Adventskalendern haben wir meistens eher so Reisegrößen drin und nicht diese Full-Sizes. Die Nummer 4 ist ganz schön groß und hier riecht. Die riecht, Leute, ich sag euch das richtig gut. Oh mein Gott, von Victor und Rolf haben wir Spice Bomb. Creme de Rasage, eine Rasiercreme drin. Non-Foaming Shaving Cream, okay, eine nicht schäumende Rasiercreme. Schade, sowas verwendet mein Freund eher weniger. Aber das riecht hammermäßig gut. Oh mein Gott, riecht das gut. Oh Gott. Schauen wir mal, was sich am Tag vor Nikolaus verbirgt in der Nummer 5, was sehr, sehr klein ist. Die Produkte, die übrigens mein Freund dann nicht bekommt, bekommt dann unser Umfeld in Geburtstagsgeschenken, Geburtstagsboxen, also Männerse, ne? Und Männer-Adventskalender und so bastel ich auch und packe ich auch. Oh, ich freue mich da auch so drauf, das wieder zu machen, weil die Leute sich auch immer so freuen in meinem Umfeld, wenn die dann diese großen Adventskalender bekommen, von mir selbst befüllt und so. Biotherm, das ist ein, ja,
ein Produkt, was auch Frauen nehmen können. Ne? Denn das ist ein Smoothing Replumping Lip Balm mit 5 ml. Das ist einfach ein Lippenbalsam. Sowas mag ich ganz gerne. Und wie gesagt, das ist Unisex. Das finde ich klasse. Aber ich kenne auch super viele Männer, die gerne Lippenbalsame verwenden. Und mein Freund mobst mir auch manchmal einen Lippenbalsam aus meiner Backup-Geschichte hier neben mir. Also von daher, vielleicht freut er sich darüber. Nikolaus ist ganz schön groß. Die Nummer 6. Mal gucken, was sich jetzt hier drin verbirgt. Okay, Biotherm Om Foam Shaver. Das ist ein Shaving, ein Rasierschaum gegen Irritation und Rötung für sensible Haut. 50 Gramm oder Milliliter sind hier enthalten. Ja, ist schön, ne? Auch sowas kann man als Frau sich einfach mal vom Freund mopsen. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Und ja, da riechst du jetzt nicht so viel raus. Aber finde ich ganz cool, doch. Aber jetzt haben wir schon relativ schnell aufeinander zwei Rasurprodukte mit dabei gehabt. Ja, die Nummer 7. Ah, da haben wir auch wieder so ein kleines Tübchen drin. Das finde ich manchmal ein bisschen blöd, wenn man das mal so nebeneinander hält, ne? Ja, hier haben wir von Kiehl's ein Facial Fuel Energizing Moisture. Also das ist ein Gesichtsfeuchtigkeitsvieh mit 15 ml. So ein kleines Tübchen. Kann man auch mal ausprobieren, ob einem das Produkt an sich einfach mal gefällt. Die Nummer 8 sieht, wenn sie liegt, aus wie ein Unendlichkeitszeichen. Mal gucken, ob sie uns in unendliche Freude bereiten wird. Mal schauen. Von Lancôme haben wir etwas drin. Das ist tatsächlich ein Produkt, was auch im Frauen-Adventskalender von Lancôme mit drin war. Renergie Multilift Ultra. Das ist eine Antifaltencreme mit 15 ml. Und ja, klar, sowas können Männer und Frauen verwenden. Ne? Warum eigentlich nicht? Ich dachte zwar immer, dass Männer auch immer so ein bisschen eine andere Pflege bekommen, ne? Weil Männerhaut ist ja auch mehr, die haben ja diese Lederhaut ein bisschen intensiver ausgeprägt als wir Frauen. Ne? Deswegen dachte ich immer, dass man das nicht so durchwechseln kann. Aber gut, ja, offensichtlich schon. Die Nummer 9, darf machen, dass wir uns freuen. Ja, komm, manche Sprüche, die werden wir jetzt immer wieder von mir hören, weil ich es einfach gerne sage. Auch das ist wieder klein. Hä? Ah, okay, das ist jetzt ein Facial Fuel Energizing Scrub. Ich wollte gerade gucken, was jetzt hier der Unterschied ist. Das ist Moisture, also ein feuchtigkeitsspendendes Vieh vor 2 Tagen quasi gewesen. Und hier haben wir ein Gesichtspeeling mit 15 ml drin. Und sowas ist ja auch gar nicht so verkehrt. Also man muss halt immer schauen. Ne? Also es ist manchmal, mag man oder kann man diese mechanischen Peelings gut haben. Manche sprechen da ja eher gegen und finden das nicht so gut. Ich persönlich verwende schon so im Wechsel mechanische Peelings und mittlerweile halt auch diese ganzen Enzympeelings oder Säurepeelings oder sowas. Aber ja, zum Ausprobieren sind die 15 Milliliter auf jeden Fall nicht verkehrt. Herzlich willkommen im zweistelligen Bereich. Die Nummer 10 soll etwas von Armani enthalten. Da bin ich ja mal gespannt, was wir hier drin haben werden. Oh ja, Stronger With You, das ist ein Duschgel mit 75 Millilitern. Und sowas ist auch wieder etwas, wo ich denke, oh mein Gott, das riecht so gut, es riecht so gut. Ich möchte unbedingt, dass mein Freund das verwendet. Ich mag das, ne? Also wenn das jetzt für Körper und Haare ist, das ist natürlich auch super praktisch, ne? Finde ich schön. Dann, ja, also vielleicht freut mein Freund sich drüber. Mal gucken. Die Nummer 11 ist ganz schön klein. Das ist die erste Schnapszahl. Und hier haben wir etwas Eingepacktes drin. Oh, haben wir hier nur was angehängt? Oh, ein Parfum. Das ist quasi eine Parfumprobe. Okay, ja, Finde ich jetzt... Ja, Parfumproben in einem 90-Euro-Adventskalender, ne? Meine Meinung zu Parfümproben ist, so eine ist okay, aber häuft das Ganze bitte nicht. Sie haben ja auch ihren Wert, das darf man auch nicht vergessen. 1,2 Milliliter sind hier von dem Armani-Code drin oder Toilette, Pour-Homme, jo, das ist dieses hier. Eine ist okay, wenn da jetzt noch 2, 3 weitere kommen, finde ich das nicht so schön, muss ich gestehen, ne? Ist bestimmt auch toll und keine Ahnung zum Ausprobieren und so, aber Parfümproben kommen, die kriegst du für Umme mit dabei und so. Grenzwertig. Halbzeit, die Nummer 12. Komm Leute, haut raus. Nachdem ihr gerade eine Parfümprobe reingehauen habt, müsstet ihr jetzt meine Stimmung etwas anheben. Yves Saint Laurent L'Homme riecht jetzt schon richtig geil. Wieder ein Duschgel, haben wir ganz schön viele von in dem Adventskalender scheinbar. 50 Milliliter sind hier enthalten. Ja, also der Adventskalender wird auf jeden Fall machen, dass der Mann animiert wird, sich zu duschen. Boah, das riecht aber richtig gut. Ja, und Duschgel ist halt auch das Produkt, was Männer safe verwenden. Ne? Also das muss man halt auch bedenken. Deswegen macht es Sinn, dass es mit drin ist. Aber sollte man halt auch nicht so mega krass übertreiben, dass man jetzt in jedes zweite Kläppchen gefühlt ein Duschgel reinmacht.
Nummer 13 ist hoffentlich keine Unglückszahl. Mal schauen. Auch wieder von Biotherm Om etwas mit dabei. For Supreme Youth Architect Cream. Das ist eine Multi-Science of Aging Skin Corrector. 20 ml, also quasi eine Antifaltencreme für Männer. Ja, nun, auch die müssen daran erinnert werden, dass das Leben nicht ohne Spuren an ihnen vorbeigeht. Also wir Frauen haben gefühlt in jedem Adventskalender irgendwas gegen Falten drin und werden daran erinnert, dass wir nicht jünger werden. Ne? Auch die Männer dürfen da gerne mal daran erinnert werden. Finde ich okay. Die Nummer 14 fühlt sich auch recht gut gefüllt an. Ja, natürlich mal wieder ein Duschgel von Yves Saint Laurent. Gel Dusch Integral All Over Shower Gel. Auch hier haben wir 50 ml drin. Ne, also das ist jetzt, ja komm, ja, ja, mein Freund würde das alles verwenden, safe, ne, er würde es auch cool finden. Aber wenn es in, das, da riecht man jetzt nicht so viel raus, wenn man das in einen Adventskalender reinmacht, muss man schon aufpassen, dass man die Dinger ein bisschen besser verteilt. Also nur mal so als Tipp, liebe Biotherm-Lancôme-Leute, die den Adventskalender packen, ne. Die Nummer 15 hört sich nicht so an, als wäre da ein Duschgel drin. Mal gucken, was wir hier dabei haben. Sensitive Force von Biotherm Om, ein Recovering Balm Intense Skin Relief. 20 ml. Ja, das ist jetzt einfach so ein stärkendes Gedönschen fürs Gesicht, für die Männer. Kann man auf jeden Fall gebrauchen, ne? Ja, komm, definitiv. Die Nummer 16 ist ganz schön groß und da befindet sich bestimmt irgendein Duschgel drin. Ich könnte es ja fast schon der Duschgel-Adventskalender nennen. Nein! Oh! Von Kiehl's Ultimate Strength All Day Care for Surfly Dry Active Hands in der Handcreme. 75 ml. Ja, auch das darf nicht fehlen. Auch das ist eine Sache, die unisex verwendet werden kann. Also egal, ob du Mann, Frau, dies, das, Ananas bist, ne, kann man das auf jeden Fall verwenden. Ja, kann man gebrauchen. Ist gut. Wir befinden uns eine Woche vor Weihnachten am 17. Es fühlt sich so leicht an und ist so klein. Ich hoffe, ich glaube, ja, ich befürchte, da ist eine Parfumprobe drin. Oder eine Ampulle. Ich hoffe ja auf Ampullen bei sowas, ne? Nein, es ist einfach ein Parfum. Okay, Polo von Ralph Lauren Blue Eau de Toilette. 1,2 ml. Okay, wir haben jetzt zwei Parfumproben drin, jetzt muss es auch reichen. Also maximal zwei Parfumproben, Leute. Die Nummer 18 ist bestimmt auch wieder irgendwie ein Duschgel, vielleicht aber auch mal eine Bodylotion. Das wäre doch auch mal ganz nice und abwechslungsreich. Ja, sehr schön. Die habe ich auch schon in meiner Backup-Sammlung, denn das kannst du unisex verwenden, ist von Biotherm Life Plankton Multi-Corrective Body Milk mit 75 ml. Und das soll halt nähren und alles Mögliche schön machen und weich machen und so. Und das finde ich gut. Das gefällt mir. Ne? Eine Body Cream hat auch mal gefehlt. Das hätten die ein bisschen besser durchtauschen können. Ja. Die Nummer 19 ist schön schwer. Mal gucken. Oh. Das erstaunt mich jetzt. Das hätte ich in der 6 vielleicht erwartet, Leute. Krass. Aqua di Gio von Giorgio Armani. Ein Eau de Toilette Pour Homme. Also für Männer ein Parfum mit 30 ml. Ey, jetzt mal ohne Witz. Das hätte ich doch. Also, was ist das? 19. Hauen die das einfach mal mitten rein, ne? Finde ich echt merkwürdig. Also, ich glaube, da hat sich keiner groß Gedanken gemacht, wie gestalte ich den Adventskalender einfach da rein, wo es reinpasst. Gefühlt, oder? Weiß ich nicht. Das ist ein Produkt für eine 6 oder für eine 24 oder für eine 12. Verrückt. Riechst du natürlich nicht durch. Ich bin gerade ein bisschen, ich finde es merkwürdig. Ich frage mal meinen Freund, ob der es verwenden möchte. Ansonsten wird das halt in einen Adventskalender gegeben werden für einen Mann, halt für meinen Papa oder meinen Stiefpapa oder Schwiegerpapa in Spee oder Stiefschwiegerpapa in Spee oder Opapa oder. Hab da ja ein paar Väter, ne? Ein paar Mütter, genau. Und ja, nee, witzig. Wirklich witzig. Die Nummer 20, mal gucken, ob hier wirklich was von Yves Saint Laurent drin ist, weil eben war ja irgendwo mal auch Diesel drauf gestanden und das war nicht drin. Ja, hier haben wir Diesel drin, läuft. Spirit of the Brave, ein Duschgel, 50 ml. Ja, ist so ein schöner Löwi-Pöwi abgebildet. Ist doch super, ne? Aber da haben sie sich vertan. Riecht gut. So holzig, ne? Ich glaube, das wird meinem Freund auch wohl gefallen. Ja, aber mal wieder Duschgel. Ah. Die Nummer 21, sehr leicht. Hier haben wir wieder was von Biotherm Om mit dabei. Aqua Power, Oligothermal Care Dynamic Hydration 20 ml. Das wird auch so ein Feuchtigkeitsgesichtsgel sein für den Mann. Ich glaube, das habe ich auch schon mal
irgendwo in einem anderen Adventskalender drin gehabt, aber das finde ich ganz cool, ne? So Feuchtigkeitscreme, Gedönsen fürs Gesicht können Männer ganz gut gebrauchen. Und ich finde es auch ganz schön, wenn dann auf solchen Produkten auch oben drauf steht und das dann auch wirklich im Männer-Adventskalender drin ist, ne? Weil dann verwenden die Männer das eher, als wenn du dann so ein Lancôme-Tübchen hier drin, Tübchen und dann auch noch ein Lila hier drin hast. Also ich weiß safe, dass mein Freund hier sagen würde, nein, was soll ich damit? Ich kenne ihn. Die 22 ist die zweite und letzte Schnapszahl und zwei Tage vor Heiligabend. Und natürlich haben wir hier wieder etwas für die Rasur mit dabei, und zwar von Armani Code, ein Aftershave Balm, 75 Milliliter. Ich finde es echt ein bisschen ulkig, ne? Also irgendwie, nicht ulkig. Ich komme nachher zu meinem Fazit, aber irgendwie finde ich es lieblos, wie die das alles so packen, oder? Weiß ich nicht. Nummer 23 ist ein Tag vor Heiligabend. In Frauen-Adventskalendern befindet sich hier sehr, sehr häufig ein Nagellack drin. Ich glaube nicht, dass wir einen Nagellack hier drin haben werden. Aber es ist auf jeden Fall schwerer als eine Parfumprobe. Mal gucken. Mal gucken. Oh ja. Hier haben wir auch wieder ein Unisex-Produkt drin, und zwar von Kiehl's Ultra Facial Cream. Da sind 7 Milliliter enthalten und das ist so eine 24-Stunden-Feuchtigkeits-Rambambam-Creme. Das finde ich ganz cool, dass das mit dabei ist, und falls mein Freund das nicht haben möchte, kann ich das auf jeden Fall auch verwenden. Finde ich schön. Doch. Gut gepflegt, wohlduftend und auf jeden Fall vollkommen glatt rasiert gehen wir jetzt zu Heiligabend. Und da haben wir dieses wunderschöne Schächtlein, was sich sehr, sehr schwer anfühlt. Hier hätte ich tatsächlich das Parfum drin vermutet, und jetzt bin ich wirklich gespannt, was die jetzt hier in die Nummer 24 reingepackt haben. Es ist eine Tube. Das ist witzig. Das ist ein Duschgel. Natürlich ist hier ein Duschgel drin, Leute. Wer hätte was anderes erwartet? Ich nicht. Okay, Aqua Power von Biotherm Om. Das ist so witzig. Ich wusste ernsthaft nicht, was da drin ist, ne? Ohne Scheiß jetzt. Und jetzt, das ist ja witzig. Refreshing Detoxifying Shower Gel, 150 Milliliter, ist eine Full Size. Und ja, es riecht unheimlich gut. Also ich, ne, halte es hier vor mich und rieche das schon und denke mir, wow, geil. Also danach darf mein Freund gerne riechen. Und ja. Mein Fazit zu diesem Duschgel-Adventskalender würde ich fast schon sagen. In der Theorie sind hier tolle Produkte drin, die natürlich auch einen richtig krassen Wert haben werden. Da will ich gar nicht irgendwie, ne, gegenreden. Safe haben die einen hohen Wert. Das sind auch sehr hochwertige Marken und das ist auch alles, ne, wundervoll. Aber wie eben schon erwähnt, ich finde, dass es unfassbar lieblos gestaltet ist, da irgendwie relativ random die Produkte reinzuhauen und überhaupt nicht so diese abwechslungsreiche Geschichte zu beachten. Oder an welchen Tag packe ich das eigentlich gerade rein? Also da einfach mittendrin ein Parfum reinzuhauen und am Ende ein Duschgel. Sorry Leute, aber das könnt ihr wirklich besser. Also wir haben echt schöne Adventskalender aus dieser ganzen Lancôme, Biotherm, Diesel-Bla-Geschichte schon gesehen, was Frauen-Adventskalender angehen. Da ist es jetzt ein bisschen weird. Also wenn ich meinem Freund jetzt die Kiste mit den Produkten zeige, wird er es safe geil finden. Hätte er aber den Adventskalender in der Weihnachtszeit zum Öffnen gehabt, in dieser Reihenfolge, die ja vorgegeben ist, hätte er mich auch mit großen Augen angeguckt und auch gesagt, ja, guck, noch ein Duschgel und noch ein Aftershave-Balm und noch ein Rasiergel. Was soll ich eigentlich damit, ne? Das ist eben so eine Sache, die ich ein bisschen fragwürdig finde. Und naja, vielleicht haben wir dieses Jahr einen etwas liebevoller und abwechslungsintensiver gestalteten Adventskalender für die Männer. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben hier ein paar kleinere Größen mit dabei, was ich aber per se gar nicht so schlimm finde, einfach um es auszuprobieren und, also für die Männer, um es halt auszuprobieren, ne? Ja. Ich wäre jetzt aber nicht bereit gewesen, den vollen Preis für den Adventskalender zu bezahlen, was ich aber nicht getan habe. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!